Herzlich willkommen im Papaya-Dschungel. Heute geht's offensichtlich um Papaya. Ich habe hier mal meine Sämlinge, die ich alle selber rangezogen habe, hingestellt. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Einzelpflanzen. Hier stehen 4 drin und hier stehen 3 drin. Das heißt, wir haben 12 Pflanzen. Ich habe ursprünglich 30, glaube ich, also 30 sind gekeimt von extrem vielen Kernen. Und ja, das sind die, wo ich behalten habe, nicht verschenkt habe. Und darum wird es heute gehen. Aber bevor wir uns weiter damit beschäftigen, zeige ich erstmal, wie wir Papayas überhaupt ranziehen oder wie ich sie rangezogen habe, wie es wunderbar klappt. Und danach schauen wir uns mal die schon recht dicken Stämme hier, ne? Also ich habe eine relativ normale Hand, relativ groß. Die Stämme sind doch schon relativ dick, ne? Und ja, jetzt gucken wir erstmal, wie ich die herangezogen habe. Und dann geht's ins Detail von diesen, ja, doch schon schönen Papayas. So, was wir jetzt allerdings als erstes machen werden, ist neue Papaya zur Aussaat bringen. Ich habe hier eine extrem überreife Papaya. Die sieht schon nicht mehr essbar aus, gar nicht lecker. Hier oben ist auch schon ein bisschen Schimmel dran. Ich würde sie jetzt nicht mehr essen, aber wir schneiden sie einfach mal auf. Gerade mit einem Messer hier in der Mitte durch. Geht ganz einfach. Machen wir hier vorsichtig so. So. Und da sehen wir auch schon, kommen uns die Kerne entgegen. Ich nehme jetzt erstmal ein paar Zewa. 2 Stück. So, und hier werden wir jetzt die Kerne drauf streuen, rieseln, auf jeden Fall mal aus der Frucht rausholen. Ja, das ist hier nicht so optimal. Machen wir das mal so. Am besten mit einem stumpfen Gegenstand, damit man die Kerne nicht beschädigt. Die sind zwar relativ hart unter dieser glitschigen unter dieser glitschigen Blase halt. So. Boah, da sind aber ganz schön viele Kerne drin. So, ich denke, das reicht erstmal. Ich habe ja schon so viel Pflanzen und ich kann ja nicht noch mehr anziehen. Also ich werde jetzt die hier noch aussehen. Wahrscheinlich werde ich die dann weitergeben an euch oder an Leute, die sich dafür eben interessieren. Wenn sich jemand meldet, bin ich natürlich gerne offen. Da, wenn es dann nicht mehr allzu kalt ist draußen, die Pflanzen weiterzugeben. Von daher einfach melden. So, jetzt haben wir hier die Kerne drauf. Und so, wenn man das jetzt so nah betrachtet, erkennt man, dass hier eben so eine glitschige Hülle um die Kerne nochmal drum ist, dass die eigentlich anders aussehen. Die sind eigentlich relativ rau. Ich bekomme gerade, weil die noch so glitschig sind, gar keinen raus. Aber was wir jetzt machen, guck mal hier. Hier hat sich einer gelöst. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gut erkennt, aber die sind relativ rau. Um diese Schale jetzt wegzumachen, nehmen wir uns nochmal ein bisschen Küchenpapier, legen das hier so drauf und fahren da einfach mit rüber. So schön hin und her. Also den Kern passiert auch nichts. Den Samen, wenn man da ein bisschen drückt. Es ist besser, die komplette weiche Schale zu entfernen,
damit später nicht so viel organisches Material während dem Keim zur Verfügung steht, dass eben nicht so viel Schimmel entstehen kann. So, wie wir sehen, haben wir schon ganz viel Saft hier rausgequetscht. Oh Gott, und die fliegen hier überall rum. Ja, ich habe einfach ein wenig zu viel hier auf die kleine Fläche gepackt, aber das macht jetzt nichts. Oh, komm, die sind so glitschig, die kriegt man kaum. Also, richtig schwierig in die Hand. So, macht man das nochmal. Bisschen zusammenfalten, dass es auch schön aufsaugt. Und erst, wenn die wirklich so nicht mehr glänzen und nicht mehr diese blasige Schale haben, erst dann sind die wirklich fertig zum, also fertig gereinigt. Vorher würde ich sie tatsächlich nicht aussehen, da das auch noch wie so ein Schutz wirkt und den Samen schützt vor Umwelteinflüssen, was weiß ich alles. So, eine matschige Angelegenheit, aber muss gemacht werden, sonst wird das nichts. So, jetzt nehme ich mal noch mehr Küchenpapier. Okay, wie machen wir das am besten so? So. Ja, weil wenn das andere Küchenpapier hier ist jetzt schon relativ stark gesättigt hier mit dem Saft, der da rauskam. Deswegen nehmen wir einen neuen. So, und auch hier wieder das Gleiche. Am besten auch, wenn man so drüber fährt, auch mal einzelne einfach so abreiben. Schön auch ruhig mit Druck, dass wirklich die Schale platzt, diese dünne Haut. So, wie wir jetzt sehen, sind die Kerne, Samen deutlich rauer. Die Hülle ist überwiegend weg von den Kernen. Und so, wir sehen, die Kerne sind jetzt überwiegend von den Hüllen befreit. Einzelne sind noch dabei, aber das ist bei so einer Menge an Kernen eben auch relativ schwierig. Man kann so mit den Fingern noch mal ein bisschen drüber reiben. So einzeln einfach so. Es ist wichtig, dass später im Anzuchtmedium die Hüllen weg sind. Jetzt reicht es, denke ich, erstmal so. Ich fahre hier noch mal so ein bisschen mit dem Zewa drüber, dem Küchenpapier hier, so. Genau, und dann kommt das Ganze hier in ein Glas.
Und kommen hier rein, so. Klack. Und die einzelnen rein mit. Perfekt. So. Das ist alles Müll hier. So, wenn wir dann die Kerne hier in einem Gefäß haben, in einem Becher, in einem Glas, was auch immer, schütten wir ein bisschen Wasser hinzu, um die ein bisschen zu waschen. Die Kerne schön einmal durchschütteln. Dass auch organische Rückstände einfach weggewaschen werden. Man sieht vielleicht auch schon, dass sich hier jetzt direkt ein paar Samen separieren. Manche gehen zum Boden, manche schwimmen auf der Oberfläche. Und ja, die, wo oben schwimmen, sind auf jeden Fall kaputt oder nicht keimfähig. Die sind einfach nicht ausgereift und die am Boden sollten soweit keimfähig sein. So, ich habe jetzt das Wasser abgeschüttet. Das meiste, was oben geschwommen ist, habe ich direkt mit in Abguss geschüttet. So, wichtig ist, dass wir jetzt nochmal die Kerne trocknen. Na, die wollen da jetzt alle nicht raus. Das ist natürlich eher suboptimal. Na, kommt schon. Da hätte ich mir ein besseres Gefäß natürlich aussuchen können, klar. Aber jetzt ist es so. Na. So. Ja, klappt doch. Mit Schwierigkeiten, aber klappt. So. Jetzt trocknen wir das nochmal. Man sieht hier, die Feuchtigkeit wird schon wieder vom Zewa aufgesaugt. Und wir haben aber immer noch leichte Rückstände. Das seht ihr jetzt nicht, weil es ein bisschen weiter weggezoomt ist, aber da sind immer noch so, wenn ihr es selber macht, merkt ihr es ja, oder ich zeige es euch nochmal gleich. Hier sind überall noch so kleine Schalenrückstände, die auf jeden Fall weg müssen. Also die sollten auf keinen Fall mit in das Substrat, egal ob Anzuchterde, Kokoserde, mineralisches Substrat, das ist eigentlich egal. Es ist auf jeden Fall nur wichtig, dass die Kerne sauber sind. Das ist nämlich auch einer der größten Punkte, warum Papayas nicht keimen oder nach dem Keimen relativ schnell kaputt gehen, weil sich Schimmelpilze bilden durch diese Schalen von den Kernen. Und diese Schimmelpilze verursachen dann Umfallkrankheit, also wo der kleine Sämling dann direkt infiziert wird und sich gar nicht richtig entwickeln kann. Deswegen machen wir das hier lieber extra richtig, mit 5-mal trocknen und reinigen. Und dann sollte das aber auch gut klappen. So, jetzt haben wir hier unsere Kerne. Ich nehme jetzt noch ein letztes Zewa und trockne es nochmal. So, packen wir das kurz rüber. So, schütten es hier drauf und lassen die jetzt hier ausgebreitet ein wenig trocknen. Ja, hier sind immer noch letzte Rückstände dran. Aber wir lassen das jetzt mal so ein bisschen antrocknen. 3-4 Stunden. Wir sehen hier auch so helle Kerne, die sind natürlich nicht keimfähig. Die keimfähigsten sind die, wo richtig schön prall und dick sind und gut ausgereift eben sind. Kleine, dünne sind eher nicht so gut keimfähig. Genau, jetzt lassen wir das hier so bei trockener Raumluft ein paar Stunden stehen, 1, 2, 3
maximal 4 Stunden. Und jetzt sehen wir dann, nachdem es getrocknet ist, wie wir sie aussehen. So, jetzt sind ein paar Stunden vergangen. Die Samen sind schön angetrocknet an der Oberfläche. Wir sortieren jetzt hier nochmal ein, zwei einzelne aus, die wirklich nichts sind, so helle, noch glitschige. Aber der überwiegende Teil ist schön trocken, hat die Schale, die, was wir gerade weggemacht haben, eben verloren. Jetzt ist allerdings 4 Stunden später, das heißt, die sind richtig angetrocknet jetzt und alles, was jetzt noch feucht ist, kommt einfach weg. Weil so penibel können wir das nicht machen. Ich hole das jetzt nochmal näher ran und dann sehen wir auch, wie sich das entwickelt hat. So, wir haben jetzt hier so ein kleines Mini-Gewächshaus. Gerade so eine Plastikschale mit so einem Deckel. Die Schale werden wir jetzt mit mineralischem Substrat füllen. Ich habe mal hier vorbereitet. Ein bisschen gesiebt habe ich es vorher, damit nicht so viel kleine Feinpartikel drin sind, weil das ist schon mal benutztes Substrat. Das heißt, da waren schon mal Pflanzen drin. Es sind auch einzelne Wurzelbestandteile noch drin, aber ganz raus bekommt man das nicht. Das ist sehr schwierig. Ich habe es aber heiß ausgewaschen, das Substrat, mit kochendem Wasser, also sollte es jetzt sterilisiert sein und bereit, um was Neues da drin anzuziehen. So, jetzt füllen wir hier mal ein bisschen rein. Na, guck, da sind schon wieder organische Bestandteile, die ziehen wir einfach mit raus. Ist ja nicht schlimm. So. Reicht erstmal. Das verteilen wir jetzt schön gleichmäßig, dass hier eine glatte Oberfläche entsteht, damit wir nachher schön die Papayasamen gleichmäßig verteilen können. Upala. So, aufgefüllt habe ich es jetzt maximal, wenn überhaupt, bis zur Hälfte von der Höhe von diesem Untersetzer, also vielleicht 2-3 cm, wenn überhaupt. Das reicht nämlich erst auch, weil später, wenn die Papayas keimen und diesen kleinen langen Stiel bekommen, dann füllen wir einfach nochmal Substrat auf, damit sie ein bisschen Stabilität haben und nicht gleich umknicken, nachdem sie gekeimt sind. So, jetzt nehmen wir hier unsere getrockneten Samen, also 4 Stunden getrocknet, und verteilen die jetzt einfach, wie wir wollen. Am besten nicht so viele auf einen Haufen, aber schon, genau. Irgendwie habe ich mir das einfacher vorgestellt, aber nee, ich mache nur Spaß. Ich schütte jetzt einfach in meine Hand, so. Dann sind noch ein paar Schalenrückstände, die machen wir natürlich weg. So, und wir verteilen das jetzt einfach hier grob drauf. Es werden sicher nicht alle keimen, das ist ganz klar, jetzt schon im Voraus. Aber es werden viele keimen, also wir werden hier sehr, sehr viele Pflanzen bekommen. Und jetzt haben wir das hier verteilt, so wie es sein soll. Und man sieht die Samen gar nicht, weil die sich so in das Substrat einfügen. Aber das passt so. So, jetzt sprühen wir ein bisschen Wasser drauf, damit die auch ein wenig Feuchtigkeit haben. Ja, ein bisschen pumpen, so.
So, jetzt sprühen wir ein bisschen Wasser drauf, damit sie auch natürlich Feuchtigkeit haben. Wichtig wäre hier destilliertes oder Osmosewasser zu verwenden. Auf jeden Fall kein Regenwasser, was eventuelle Schimmelsporen enthält, damit das alles eben auf gar keinen Fall anfängt zu schimmeln. Das wäre nämlich sehr kontraproduktiv und dann werden die Papayas auch nicht keimen, wenn sich hier Schimmel entwickelt. Genau, jetzt sprühen wir das ein. Oh, ein bisschen stark hier. So. Gerade die Oberfläche, nicht, dass nachher das Wasser drin steht. Einfach schön befeuchten. So. Zack, zack, zack. So. Bisschen noch. Wenn's. Ja, doch, so reicht es. Bisschen hier schön befeuchten. So. Genau. Dann kommt der Deckel drauf. Deckel zu. Und jetzt wird das Ganze warm gestellt. Bei 20 bis 25 Grad. Drunter sollte es nicht sein. Genau. Und dann werde ich euch natürlich das nächste Mal über die Papayas informieren, wenn sie gekeimt sind. Aber jetzt geht's erstmal zurück zu den großen Papayas. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie die kleinen Papayas hier keimen und ihr auch die neuen Videos davon nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall den Kanal jetzt abonnieren. Aber jetzt stellen wir die erstmal warm und widmen uns den großen Papayas. So, hier sehen wir jetzt die größte Papaya, die ich allerdings auch schon zurückgeschnitten habe, weil ich einfach keinen Platz habe aktuell drin für so viel Papayas. Hier sieht man auch schön die Schnittstelle, wurde erstmal ein bisschen 2-3 cm zu weit oben abgeschnitten und dann eben nachgearbeitet. Ist relativ schön verheilt, wie man hier sieht. Also guter Wundverschluss. Und die ist dann aus einem Trieb dann wieder eben hoch rausgewachsen, hat sich nicht verzweigt und ja, wächst weiter Richtung Himmel. Genau, unten ist sie auch schon wirklich dick geworden. Wenn man hier mal ein bisschen gräbt, wird die richtig dick unten. Und warte mal, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, doch, man sieht hier so eine leichte Kurve, Delle im Topf. Und wenn man so dagegen drückt, spürt man auch richtig eine dicke Wurzel. Also ich glaube, die ist innen auch doch schon recht dick geworden. Und vielleicht pflanzen wir die nachher sogar noch zusammen um. Aber das müssen wir schauen. Vielleicht in einem anderen Video dann. Aber vielleicht auch in dem Video. Erstmal gucken wir weiter. Genau. Dann haben wir hier eine, die ich vor kurzem erst zurückgeschnitten habe. Zum zweiten Mal tatsächlich schon. Also hier ist die erste Schnittstelle, die habe ich auch noch nicht nachgearbeitet. Da sieht man noch ein bisschen den Stummel. Das lasse ich aber erstmal so. Also da werde ich nicht nochmal was zurückschneiden. Und hier ist der zweite Rückschnitt, wo man ganz klar erkennen kann, hier schön abgeschnitten und hier treibt sie jetzt wieder aus einem Trieb, also die mögen sich irgendwie nicht verzweigen. Es gibt ganz viele kleine Knospen, die hier austreiben, aber wirklich wachsen tun sie nicht. Die treiben immer an der höchsten Stelle meistens recht stark aus. Genau. So, und dann haben wir hier noch den Verbund. Wie gesagt, ich habe einfach keinen Platz indoor zurzeit, deswegen schneide ich die relativ stark zurück. Hier habe ich auch schon zwei Rückschnitte, einer hier und einer hier. Ich schneide die so lang zurück, also immer so, bis sie auf der Höhe sind, wie sie jetzt sind ungefähr. Damit ich, wenn es draußen warm genug ist, sie rausstellen kann. Weil draußen können sie dann wachsen
Da habe ich Platz. Aber drin, wie gesagt, jetzt zur Anzucht eher schwierig, weswegen ich sie zurückschneide. Genau. Was ich natürlich noch geschwind anmerken wollte, war, wenn ihr euch natürlich dafür interessiert, wie es jetzt den neuen Sämlingen geht, die ich mit euch gemeinsam vorhin im Video ausgesät habe, dann wäre es natürlich schön, wenn ihr den Kanal abonniert und das natürlich verfolgt. Ich werde natürlich auch nicht nur von den Sämlingen Updates bringen, sondern auch von den großen Papayas hier, nachdem wir sie umgetopft haben. So, dann topfen wir jetzt mal die besagte Pflanze hier um. Dazu lassen wir erstmal das Substrat rausgießen, was ja ganz gut klappt, weil das relativ trocken ist, obwohl es im Anstau steht. Also es steht Wasser unten hier. Das tropft, also man sieht ja mal, es tropft noch. Trotzdem rieselt es relativ gut raus. Ja, und wir sehen schon ganz schön dicke Wurzeln hier sogar oben liegend, aber das schauen wir uns gleich an. So, einmal ziehen. Uiuiui. Alter Schwede. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter Falter. Also hier ist das Vlies, was wir unten drin hatten. Ja, so. Das kommt wieder weg. Da schneiden wir Neues zurecht, weil das filtert auch relativ viel Feinstpartikel, Staub und so mit raus. So, wie wir jetzt hier sehen, alter Schädel, ist das durchwurzelt. Das ist echt viele, viele abgestorbene Wurzeln, tatsächlich hier unten, aber auch relativ viel feine Wurzeln, also es woher die abgestorbenen Wurzeln kommen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber sieht doch ganz gut aus. Also ich würde jetzt hier, also hier sieht man eventuell auch, das war genau in der Kante hier. Da hat's den Topf berührt und ist dann wieder in die andere Richtung gewachsen. Ja, was ich jetzt hier noch machen würde, wäre eventuell die eine Wurzel hier, die hier so drüber wächst, die hier, die schnürt da ein bisschen rein, deswegen würde ich die einfach hier entfernen. So. Zack. Da haben wir die. Und dann kann es hier so weiter wachsen. Ja, obwohl die zwei hier. Ja, nee, das lassen wir erstmal so. Warum hier so viele? Also das verunsichert mich doch gerade ein bisschen, warum hier so viele abgestorbene Wurzeln sind. Also ja, merkwürdig irgendwie, aber sie wächst ja, also weiß ich nicht. Vielleicht war einmal die Düngerkonzentration zu hoch und die Wurzeln sind abgestorben, aber danach war es wieder in Ordnung, weil ich Frischwasser dazu geschüttet habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber sie sieht ja ganz okay aus. Also ich denke, es wird jetzt nicht so viel Schaden angerichtet haben, wobei sie ja auch gut wächst. Also für den kleinen Topf, wo sie drin war, wächst sehr gut. So, was wir jetzt machen, ist aus so einem Stück Vlies hier ein neues Stückchen rausschneiden. Am besten in der Größe hier von einem neuen Topf, der natürlich erheblich viel größer ist als der alte. Der alte hat 1 Liter Fassungsvermögen, der hat jetzt 3 Liter. Also dreifache Substratmenge. So, jetzt gucken wir hier mal, wo wir das abschneiden. So. Schneiden wir hier.
erhöhen, dass halt eben, also das Vlies machen wir, damit eben das Substrat unten nicht rausrieselt, sonst hat das Vlies eigentlich keinen anderen Nutzen. Das ist eigentlich der einzige Nutzen, den dieses Vlies hat. Genau. So, das kommt jetzt hier unten rein, das Vlies. So. Bisschen andrücken. So. Ne? So passt es. Und jetzt füllen wir ein bisschen Substrat unten rein. Was heißt bisschen? Da kommt jetzt schon ordentlich Substrat rein, weil wir die Pflanze doch relativ hoch pflanzen, damit nach unten genug Wurzelraum gegeben ist. So. Na, wie viel haben wir da drin? Ja, da kann noch einiges rein. Hier. Ich mache das immer in so kleinen Portionen hier mit dem Becherchen, damit eben nichts daneben geht, weil erstens ist das Substrat teuer und zweitens, wenn es auf dem Boden rumfliegt, kratzt man schnell mal sich in die Fliesen und das wäre nicht so gut. So. Wir haben jetzt hier doch relativ hoch aufgefüllt, ich würde sagen so die Höhe ungefähr. Da setzen wir jetzt die Papaya drauf. Wenn wir sie so lassen, wie sie war, ist sie relativ schräg. Das will ich eigentlich nicht. Deswegen setzen wir sie so rein, dass sie ein bisschen schief quasi hier drin steht, aber dann im Endeffekt gerade einwachsen kann. So, und dann wird natürlich einfach der Rest hier aufgefüllt. Na, zack. Bisschen schütteln, damit sich das Substrat auch gut verteilt, auch in die Zwischenräume. So, das war's mit der Papaya Nummer Uno umtopfen. Ich denke, dass wir lassen es jetzt erstmal bei der einen, weil die Papaya eben sonst zu viel Platz hat. Also die Papayas meine ich, und dann wachsen die und werden riesig und habe ich keinen Platz für, wie gesagt. Die wird jetzt noch angegossen von oben mit Osmosewasser, mit reinem Wasser, und dann kommt die wieder ins Anstauverfahren, wo das Wasser ungefähr bis hier steht, und dann wird das vom Substrat hochgesogen, das Wasser, und ja, genau, das war es zu dieser Papaya. So. So, da sind wir dann wieder im Papaya-Dschungel. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte das ein oder andere Hilfreiche vermitteln. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr auch weiterhin die Folgevideos sehen könnt, wie es natürlich auch mit den Sämlingen weitergeht und hier mit den Papayas. Danke und einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.